Und weiter geht's. Je nachdem, wie ich das jetzt hier noch geschnitten bekomme, habe ich jetzt hier irgendwie ein, zwei Tage Pause in dem Let's Play, was ein bisschen ärgerlich ist. Zeitlich aber gerade nicht ganz so, ja, viel Zeit habe einfach für das ganze Let's Play und allem drum und dran mit Schnick, Schnack, Schnuck. Deswegen ist auch mein Hobbit gerade so ein bisschen schleifen gelassen. Stardew Valley leider auch. Ich habe wieder nur Messer. Irgendwann kann man nur mit Messer machen. Ich habe so Bock auf Stardew Valley, aber mehr auf Far Cry und Hobbit, deswegen hängt das einfach mal ein bisschen hinten an. Aber ich habe halt gerade irgendwie nicht so viel Zeit. Es geht endlich unser Bau vom Haus endlich los. Wirklich der Bau, nicht nur die Erdbauarbeiten wie bisher. Und da sind wir natürlich neugierig und wollen da immer auch gucken gehen. Was ist das denn hier für eine Mission? Hundesoldat. Da bin ich jetzt irgendwie neugierig. Das da. Pistolenherausforderung. Wollen wir erstmal das machen? Dafür machen wir erstmal das. Wollen wir die Hauptquest machen. Ja. Nee, das ist genug, oder? Kann ich damit fahren? Doch. Ich hab schon irgendwie wäre ein kaputtes Auto. So, jetzt ist die Frage, fahre ich jetzt links oder rechts rum? Dadurch komme ich näher ran. Ich glaube rechts rum. Ja, und wie gesagt, deswegen müssen die Let's Plays halt ein bisschen hinten anstehen. Ich meine, ich habe ja leider keine so Stammzuschauerschaft, dass dann irgendwie jemand da drauf wartet. Ne, Moment. Fahre ich denn hier lang? Hier ist ja gar keine Straße. Von daher bin ich der Meinung, kann ich das durchaus machen. Hä? Autsch! Jetzt habe ich nicht auf die Straße geachtet. Fahren wir mal ein Stück nach vorne. Irgendwie komme ich gerade auf die Karte nicht klar. So, hier ist die Gabelung. Achso, ich war noch gar nicht auf der Hauptstraße. Kann das sein, dass ich hier drauf muss? Ja. Aber schauen wir mal, ob ich das gleich noch hier alles geschnitten bekomme und dann über Nacht hochgeladen. Dann habe ich vielleicht mit zwischen Far Cry 3 keine Nullrunde. Was mir aber eigentlich noch viel wichtiger und interessanter zu erzählen ist, ich glaube, ich habe es endlich auf die Kette gekriegt. Was ist da? Dass ich kein Knister mehr habe in meinem Sound. Ich hatte immer wieder Probleme. Auch mit dem neuen MacBook hatte ich ja trotzdem die Probleme. Und teilweise hast du dann irgendwie gestartet, dann machst du vorher so einen Soundcheck. Und dann knistert das. War da irgendein Tier? Nee. Da ist doch irgendwas. Irgendwas ist hier. Klingt nach einem Bären. Und ich glaube, ich... Da ist er. Ich meine mich. Kurz mal checken. Ich brauche einen Bären. Ja, und wenn immer der Elgato so eine... kann ich auch Spritzen machen? Warte, Knopf. Einfach mal die Soundeinstellungen, also nicht die Soundeinstellungen, sondern die Qualitätseinstellungen, so rum, ein bisschen veränders, dann, das war dieser unsterbliche Bär, dann fängt er sich wieder, dann hast du dieses Knister auf einmal nicht mehr und das hat jetzt Ewigkeiten gedauert, bis ich dahinter gestiegen bin, ne? Leopardenfell, aber das habe ich das endlich, Adingo. Und hier war die Haihaut. Gut, Bär, dann wollen wir uns nicht mit dir anlegen. Ja. Die waren aber auch echt nicht die hellsten. Ne? Bleibt hier einfach stehen, guckt, wow, jetzt bist du dran. Ne? Und zack. Tja, als wenn ich mir das von euch gefallen lasse. Und warte. Ach, Mann, du kommst die ganze Zeit nicht zu dem, was ich eigentlich erzählen will. Also, wie gesagt... Es hat jetzt irgendwie ein paar Mal funktioniert, dass wenn ich dann halt einfach die Qualität einmal kurz runtergestellt habe und wieder zurückgestellt habe, dass es dann wieder geklappt hat. Das ist doch eine Quest. Okay, will ich eben noch das Ende erzählen. Und
Das denke ich mal, habe ich, wo ich das Problem gelöst habe, dass ich jedes Mal direkt funktioniert hatte und ich auch bei den ganzen Let's Plays, die ich dann da aufgenommen habe, kein Knistern mehr so drin war. Deswegen hoffe ich, ich habe das Problem endlich in den Griff bekommen. Also, ich finde das immer sehr ärgerlich. Ich habe das bei Let's Play auch angefangen, hatte auch so ein blödes Knistern da drin. Ist natürlich echt blöd, wenn du ein Let's Play so Lust anfängst. auf Ziele zu schießen? Aber ich hoffe, das habe ich jetzt endlich im Griff bekommen und habe jetzt anständige Soundqualität und hoffe, dass es dann auch dem einen oder anderen besser gefällt, was ich hier fabriziere. Und dann auch vielleicht hängen Wie bleibt. wär's mit So. Scheiben schießen? Ja, das will ich jetzt machen. Mach Platz. Training. Scharfschütze, Pistolenherausforderung. Ach komm, machen wir mal Training. Erstmal gucken, was uns da erwartet. Halte dich bereit. Soll er nicht auf den Vogel schießen, da, oder? Hab einen. Ah, doch, tatsächlich. Zack. Ah. Komm her. Verdammt. Ja, ich bin da nicht so. Zack, da habe ich ihn. Hey. Muss ja irgendwie da teilweise nur so ungefähr drin sein, um die zu treffen. Naja. Ja, warum habt ihr die nicht getroffen? Also muss ich halt wirklich ganz genau treffen, ne? Keine Chance, ey. Ja, ich weiß nicht, irgendwie ist das Fadenkreuz zu groß. Der Vogel ist ja da drin, aber er trifft einfach nicht. Ja, keine Ahnung, wo geht's jetzt nochmal? Ey. Hab einen. Da, ja, der hat ihn getroffen, ne? Auf den ich eigentlich so nicht gezielt habe. Ach Gott, ich will das eigentlich. Achso, ich kann hier auch beenden. Gut. Ja, ich möchte wirklich beenden. Sieht aus, als könntest du mit der Waffe umgehen. Ja, irgendwie nicht so richtig. Das ist gut, ne? Also, da bin ich echt schon auf den Outfit angewiesen. Also, ich frage mich jetzt ganz im Ernst, ob ich das wirklich mit einer Maus besser hingekriegt hätte, aber ich glaube schon. Also, so schlecht war mein Aiming mit Maus eigentlich nicht. So. Hier drüben. Ja, ich hab, weiß, ich komme extra zu dir. Du hast eine Waffe? Nö. Kannst du damit umgehen? Nö. Hier ist das doch eine rhetorische Frage. Ha, wohl wahr. Kannst du uns helfen? Nö. Die Hunde in diesem Teil der Insel sind wild, wandern in Rudeln. Einer verhält sich besonders seltsam. Weißt du, vor ein paar Jahren hat mein Hund die Tollwut bekommen. Er biss nach allem und jedem, brach sich die Zähne ab, schäumte, bellte, verhielt sich total verrückt. Glaubst du, einer der Hunde hat Tollwut? Ja, ich sah sie gestern. Mein Hund hat genauso ausgesehen. Zeig mir, wo ich sie finde. Dank dir. Aber Vorsicht, sie führt ein starkes Rudel an. Die anderen Hunde gehen hier aus dem Weg, aber sie sind sicher in der Nähe. Okay. Da, gucken wir uns das mal an. Ja, Tollwut, kann ich mich nur daran erinnern, wo ich in der Grundschule war. Da haben die immer gewarnt, ja, Füchse, Tollwut und allem drum und dran. Aber habe ich nie irgendwie selber was von erlebt. Füchse, die ich damals immer gesehen habe, waren immer nur die Totgefahrenen an der Straße von der Schule. Das war nicht schön. Vorgestern, waren wir gefahren. Ich weiß gar nicht, wer. Irgendwie unterwegs und dann lief da ein Fuchs über der Straße. Da haben wir mal wieder einen gesehen. Hier wohnen ja Wuppertal und da, wo ich wohne, da haben wir auch recht viele Füchse. Finde ich eigentlich immer schön. Wenn man dann nochmal sieht, dass es doch noch Leben gibt. Scheiße. Uah. Ey, was ist das denn hier? Ich hasse das, ne? Ey, ich hab doch geheilt! Oh, ey. Diese verdammten Viecher, ey. Du siehst die, ja, du siehst es schon, aber irgendwie, du kommst da irgendwie nicht hinterher, die abzuknallen. Und jetzt habe ich hier auf Y gedrückt zum Spritzen heilen und dann hat er nicht gemacht. Ja, hallo, willst du mich jetzt hier veräppeln? Achso, habe ich die jetzt. Habe ich die erledigt? Hat es doch gereicht?
Ich habe das Hundeproblem erledigt. Ja, ja. Okay. Keiner erschießt gerne Hunde, aber in diesem Fall musste es sein. Wurdest du gebissen oder gekratzt? Ja. Nein, aber wenn ich anfange zu schäumen, töte mich schnell. Ich besorg mir eine Schrotflinte. Ha. Nee, ohne Scherz. Ich bin dann mal weg. Tschüss. Ja, ich bin ja gebissen und gekratzt worden. Ich bin auch dabei draufgegangen. Naja. Nee. Ich treffe die blöden Hunde nicht und... Ist das hier einfach so abgestellt? Was? Da wächst ja schon Gras durch. Aber fahren tut's bestimmt noch, ne? Echt geil hier, ne? Guck mal unten, der ganze Grünzeug hier durchs Auto. Geile Sache. Wenn ich jetzt hier so durchfahre, kommt mir das Grünzeug dann auch entgegen? Nö, hier nicht. Das sind immer so Sachen, ey. Ich hasse sowas. So, Ziel markieren. Was ist das da für ein komischer Fleck? Das will ich mir anschauen. Ich will wissen, warum das so dunkel ist. Komm schon, Jason, fahr! Los, gib Gummi! Weil es halt auch fast, dass ich mein Auto nicht schrotte, wobei ich kann auch mit schnell reise. Relativ nah wieder rankommen. Verdammt. So. Hallo? Ich bin raus! Weil ich den Knopf gedrückt habe, die Handbremse gezogen. So, warum ist das jetzt hier so dunkel und schwarz? Muss ja eigentlich bedeuten, ihr geht verdammt tief runter. Da ist tatsächlich was. Boah. Los, los, los. Nicht absaufen. Nicht absaufen. Oh, das ist ganz knapp, ganz knapp, ganz knapp. Da, Wasser. Ah, nein, ich bin abgesoffen. Verdammt! Aber den Erfolg habe ich bekommen für Dingens. Aber die Kiste, das hat er bestimmt nicht gespeichert jetzt. Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Was? Können wir das eigentlich auch noch einnehmen? Aber wir müssen Schnellreise hier hin. Komm schon, da. Danke. Warum hat er mich denn da oben hingepackt? Warum nicht in diese Basis, da wo ich jetzt gerade hinreise? Ist doch irgendwie blöd. Naja, Edelstein und so, was ich da gerade eingesagt habe, war das eh nicht so wichtig. Aber das mit dem, der Erfolg, der bleibt mir ja. So, ein bisschen was verkaufen. Ganz schön viele grüne Blecher hier, ne? So, die Felle. Hebe ich mir noch auf. Munition muss ich noch nachkaufen. Munition, ja, wo ja gar nicht so viel war. Aber trotzdem. Geh immer lieber mit vollen Taschen hier raus. Jut, 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 jut. Hier haben wir wieder unsere. Komisches, schönes Auto ohne Dach. Dann einmal hier markieren. Dass ich nicht die Orientierung verliere. Und dann gehen wir mal ein bisschen Gas. Komm hier rauf, da lang. Ja, danke. Und dann müssen wir jetzt gucken, dass wir jetzt gleich irgendwo da eine Gabelung in die andere Richtung fahren, sprich hier muss es lang gehen. Sieht doch gut aus. Jetzt müssen wir schon mal die richtige Richtung von der Markierung. Mann, ihr Verkehrsraudis. So, geht ja mal gar nicht hier mit euch. So, wo ist denn jetzt hier lang? Da hinten hin. Oh, kommen wir gut über den Strand hier. Ja, Achtung, Steine. Dass wir da hängen bleiben, umfahren. Uiuiuiui. Da. Los. Oh, da brettern wir hier über den Strand, ey. Ich hoffe, hier liegt kein Urlauber. Den mache ich dann direkt platt. So, und einmal anhalten. Danke.
Da sind wir. Da ist der komische Typ. Was soll denn das? Wenn du wusstest, wo ich hin muss, warum Jason, hast du nichts gesagt? Jason. Nun mach dir mal nicht gleich ins Hemd. Ich spiele dein Scheißspiel nicht. Ich bin nur Zuschauer hier. Aber ich erwarte eine gute Show. Geh mir aus dem Weg. Nö. Zuerst eine kleine Geschichtslektion. Klar? Kann ich anfangen? Dann hör mir gut zu. Also, betrachte diesmal als monumentale Verkörperung der Ironie. Die Scheiß-Japse, ja? Die hatten diese Spezialeinheit für, du weißt schon, die Suche nach Schätzen und Reichtümern. Aber die Wichser merkten nicht, dass sie genau über dem Scheißdreck bauten, den sie suchten. Na los, frag schon, wonach haben sie gesucht, Buck? Nein. Dafür sollte ich dich prügeln. Ganz ehrlich. Aber weißt du was? Dann wird Keith geprügelt. Sie suchten die Chao Fucking Gang. Das Flaggschiff, das diesem berühmten chinesischen General gehörte, Zheng He. Aber das Scheißding, es ist einfach verschwunden. Mit allen Reichtümern an Bord. Und mit, jawohl, meinem Scheißdeutsch. Das war's. Pass auf dich auf, ja? Geschichtsstunde beendet. Wo bist du? Komischer Kerl. Ich werde den Hurensohn umbringen. Ja, da bin ich auch irgendwie für. Das ist ja eigentlich ziemlich blöd an der ganzen Geschichte ist, ja. Ich hoffe, ich muss mich hier nicht irgendwie entscheiden für die eine da, die Schwester von Vars, oder aber den Typen hier, der ja mein Kumpel da irgendwie gekauft hat und versklavt. Weil an und für sich will ich mich ja mit den Einheimischen gut tun, aber ich kann ja meine Kumpels ja nicht im Stich lassen, ey. Irgendwas ist hier ganz komisch. Vom Geräusch her. Klingt wie so ein Artefakt oder auch so eine Schlange. Moment, da war gerade irgendwas. Die Ratten, die hier rot tatsächlich. Aber tut nichts. Kann man nicht looten. Was haben wir hier? Geld. Die haben sich hier ausgetobt. Ist das nur Musik hier? Komische Kisten. Ja, wie komme ich denn hier weiter? Kann irgendeiner Japanisch? Chinesisch, was auch immer? Also, das waren ja die Japaner, hat er ja eben gesagt. Ich bin mir noch sicher, irgendwie eine Schlange oder so ein Relikt hier ist. Aber egal, wo soll ich denn hier lang? Da ist kein Durchkommen. Oder zeigen die Ratten mir hier irgendwie einen Weg? Hier ist ja so ein Symbol, aber ich glaube, da muss ich einfach nur nach unten. Hallo? Dann muss ich ja wieder ein bisschen die etwas erreiche das U-Boot-Dock. Ja, würde ich ja gern. Oh, ist nix. Und jetzt rennt die Ratte hier in die andere Richtung. Ist nix. Wo soll ich denn da durchkommen? Das ist ja echt blöd bei vorne. Ach, guck mal, da. Seil. Wer hätte das gedacht? Da ist eine Schlange. Zack. Ich wusste doch, ich höre eine Schlange hier. Da noch ein bisschen Knete. Nimm doch direkt alles. Ja, ist aber das komische Geräusch weg hier. Mann, das hat mich echt verrückt gemacht. Weil da ist schon wieder sowas. Da ist, glaube ich, noch mehr Schlangen hier. Ist nix. Hier komme ich zwar runter, aber ich gucke erstmal hier nach. Da kommt man raufgesprungen. Okay, dann gehe ich erstmal runter. Hep, hep. Da haben wir nämlich was. So, Verbandskassengedöns.